Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Battle Brothers Folge 3. Jetzt muss ich selber mich mal auf den aktuellen Stand bringen. Ich war auch 2 Tage nicht drin. Skoppel ist wieder am Start. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Alter, 3 Sterne. Oh, schon 80 auf Level 6. Da kommen noch 5, mindestens 15 drauf. Hat er schon giftet? Ah, der kriegt sogar noch giftet. Oh, je. Der wird übertrieben krass. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Haben wir irgendeine. Wir haben keine Mission aktiv. Okay. Ganz kurze Sache. Ganz kurz was in eigener Sache. Moin, Rui und Steven. Wie ihr oben links schon sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ich es da lasse. Für die Folge mache ich es vielleicht hierhin. Bin ich jetzt Partner von Instant Gaming? Und wieso ist das wichtig für Battle Brothers? Bei Instant Gaming gibt es das Game für die Hälfte des Preises. Wenn ihr das abchecken wollt, guckt mal unten in der Videobeschreibung. Battle Brothers für 13 Euro. Und auch die DLCs sind da günstiger. Aber jetzt geht's los. Wo wollen wir denn hin? Ich glaube, Friendly, wir sind mit Sing oben. Genau, da will ich hin. Den sind wir allied. Was haben wir da? Steven, vielen Dank für deinen Prime Dritten. Vielen Dank. Hallo, Shayuna. Erstmal Hohenwacht gucken, was da abgeht. Gar nichts. Wir können mal hier ein bisschen People gucken. Wir haben 8K. Alter, Alva. Sellsword. Der ist teuer. Kostet 44 am Tag. Oder Cory. Sergeant. Retired Soldier ist eigentlich gut. Oder wir sparen echt für einen O-Tag oder Hedge Knight diese Folge. Das wäre eigentlich so. Lass uns das als. Oha. Lass uns das als Mission für diese Folge nehmen. Dritte Folge in Hedge Knight kaufen. Das ist natürlich auch geil, oder ein O-Taker. Das machen wir für diese Folge. Diese Folge holen wir uns einen richtig, richtig krassen Dude. Habe ich nicht irgendjemand schon Rally der Troop gegeben? Habe ich das nicht schon irgendjemand gegeben? Ist doch das hier, ne? Das nicht irgendjemand? Erinnere mich mal dran. Das muss ich ganz dringend jemandem geben. Was kann das denn? Ich kann Rally fliegen, allies and raise more. State level. The resolve, so the chance to succeed. Okay, feel resolve heißt ready to shoot. Dann gebe ich das am besten mit 66 Steven. Steven, du kriegst Rally the Troops, weil ich weiß eh nicht, was ich die geben soll. Das passt dann schon. Okay, weiter. Rally the Troops mache ich. Und wir holen uns einen richtig krassen Dude diese Folge. Der verreckt doch eh, der Steven. Nee. Steven ist es. Ich sage es euch. Steven rasiert. Steven ist es. Wie geht's euch, Leute? Shayuna, Steven, Rui, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Hier gibt's ja gar nichts. Tempel, alle lebendig. Dann weiter nach Sing oben. Da wollen wir hin. Da gibt's die geilen Quests. Da gibt's das gute Zeug. Das geile Zeug gibt's ja. Hunde könnte man übrigens auch überlegen, ob man sich der mal holt. Hier. Wolfgang. Günstig. Günstig. Aber nein. Wir haben gesagt, wir holen uns einen richtig krassen Dude. Einen richtig krassen. Ganz gut, alles schick. Gut und selbst. Bei mir ist auch alles gut. Ich bin heute sehr happy. Heute kam mal die frohe Botschaft. Das ist sehr geil. Und Goblin Raider. Unbroken. Ah, die sind sowieso gerade am Fighten. Okay, scheiß drauf. Weiter. Bei mir ist alles super. Wirklich. Also. Echt alles gut. Morgen kommt. Also für die Leute auf YouTube. Für euch ist schon vorbei. Aber für uns. Morgen kommt Sons of the Forest. Da gehen wir auch gleich nochmal rein in Teil 1. Einsaufen. Alter. Und hier sind die geilen Quests. Ja, Parcel, das mache ich doch sofort. Komm, gib her. Sons of the Forest, da werden wir auf jeden Fall reingucken. Wird der Early Access. 670 Kronen nur für so einen langen Weg. Ist ein bisschen wenig. Hallo, wir sind Allied. Was ist das denn? Morgen kommt Sons of the Forest. Am 1. März kommt Alt F4 2. Das will ich auf jeden Fall auch einmal durchspielen.
Das werden wir bestimmt in 2-3 Streams schaffen. Nachzehrer. Aber Level 3 AD lassen wir. Lassen wir mal weg. Und dann wollten wir ja Gothic noch spielen. Montag kommt die Pokémon Presents. Da freue ich mich auch extrem drauf. Da, also, es gibt Stimmen, dass ein DLC announced wird. Oder ein neues Pokémon. Ich meine, für dieses Jahr, haben die für dieses Jahr schon irgendwas announced? Nein, ne? Für dieses Jahr gibt es noch nichts, was am Pokémon ist. Es kann also nicht sein, irgendwas kommt dieses Jahr. Entweder ein komplett neuer, also irgendein Remake. Hoffen ja alle auf Schwarz-Weiß, glaube ich, ne? Remake wäre ja jetzt dran. Vielleicht auch nochmal Omega-Rubin, also Rubin-Saphir, würde ich auch fühlen. Remake. Oder halt DLC zu Karmesin und Purpur. Fighten. Brigands, das machen wir. Brigands schaffen wir easy. Gibt's hier was Geiles? Nope. Verkaufspreise. 18, das ist gut. Verkaufen wir mal. Also das sollte ich auf jeden Fall behalten. Wir können geile Sachen machen. Das Wolfsding hier. Aber das ist alles mal. Ah, die Fangs auch, weil ich kann so easy wieder Fangs bekommen, deswegen, das kann alles weg. Oh. Weg. Gibt gut Kohle. Ich brauche gerade eher die Kohle. So. 10k. Ist ja was Cooles. Ja. Dann gehen wir jetzt mal die Brigands ärgern. Northwest. Da sollen wir hin. Speichern. Wie ist der Ton, Leute? Ist der Ton besser als so die letzten Tage? Ich habe da noch mal ein bisschen rumgemacht. Ich bin jetzt auch ganz am Mic dran, weil ich habe auch gelesen, dass das auch ein Problem sein kann, wenn man zu weit vom Mic ist, weg ist. Steht nicht, was drin ist. Okay, abwart. Bin ich ja mal gespannt. Moin, Red Hat. Danke, Red Hat. Vielen, vielen Dank. 9 irgendwas. Ein Raider und Thug. Ja. Ich weiß halt nicht, ob da Thugs kommen, ob die auch Archer haben. Ich würde mich halt gern hier oben verbarrikadieren. Anscheinend die kommen, oder? Kommen die? Ich glaube, die kommen. Die haben nur Nahkämpfe. Ich glaube, die kommen. Deswegen können wir schön nach hier oben gehen. Das wäre ganz geil. Wenn ihr alle hier hinkommt. Ey, 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 ey. What the fuck? Wie kommt man hier hoch? Da nur? Ja, ich glaube, die haben keine Fernkampfer. Das ist gut für mich. Ich habe keine Fernkämpfer. Das ist sehr gut. Das heißt, die kommen gleich alle. Dann kann ich die hier stellen wie die 300. Den packen wir schon mal hier hin. Weil hier können die, glaube ich, auch theoretisch hoch. Steven kommt genau in die Mitte. Mit Grimald braucht noch einen Namen. Bis hier hin. Ja, komm ruhig. Steven wird euch alle rausnehmen. Dahin. Die meisten kommen, glaube ich, über oben, ne? Und du dahin. Ja. Dann können die nicht hoch. Das passt perfekt. Jetzt können wir einfach warten. Lassen wir die kommen. Die müssen richtig viel Fatigue auch schon verballern. What? Hier können die auch hoch? Aber nur einer, oder? Ja, vielleicht auch zwei. Das ist gut. Warten. Warten. Hat ja letztens erklärt, man kann warten oder Zug beenden. So, jetzt habe ich gewartet, hat nichts gebracht. Dann kann ich auch den Zug beenden. Oh yes, Steven. Bam, kommt er wieder. Kommen noch zwei, die nächsten zwei. Wer will? Wer will?
Also Battle Bros. Das macht mir aktuell sehr viel Spaß, muss ich sagen. Sehr viel Spaß. Wenn man so richtig geile Dudes hat, dann kann man die Gegner halt so komplett aus dem Leben nehmen. Ich liebe das. Bam! Oh ja. Ja! Fühlt ihr es auch? Fühlt ihr es, wie ich die alle hier weg... Alter. Ja. Das... So belohnend. Oh yes. Oh mein Gott, das war so geil. Kein Level up. Easy. Easy money. Slit. Abfahrt. Töten. Weiter geht's. Ich habe gerade plus 1 Essen bekommen. Wieso? 10k. Jetzt können wir können uns einen richtig krassen Dude holen. Gibt nicht vieles, was teurer ist als 10k. Auenbach nur lange als ein Best Trade Dude. Ja, ist gut. Wir gehen wieder nach unten nach Singhoben. Ist irgendwie immer kacke nach unten, ne? Na gut, wenn die da unten halt die Mission haben. Wir gehen aber nach da unten. Es lohnt sich. Lohnt sich einfach. Oh, habe ich genug Essen? 23, wie viele Tage? 2 Tage. Dann würde ich sagen, ein kleiner Abstecher nach Rotstadt. Danke, Lurk. Ja, Rally the Troops, da muss ich... Oh mein Gott, Essen weg, okay. Rally the Troops, da muss ich gleich auf jeden Fall drauf achten. Die haben auch Missionen, gut. Essen. Übel toll. Oh. Alter, 23! Das ist ultra viel. Alter Schwede, ich überlege, alles zu verkaufen. Close auf jeden Fall auch. Das ist übel viel. Ich glaube, das ist das Höchste, was ich jemals gesehen habe. 23. Also man guckt immer, das Ding kostet, hat einen Wert von 100, das seht ihr ja. Und 23 sind halt 23% davon. Und ein guter Preis ist so bei 17-18%. Aber 23% habe ich noch nie gesehen. Das ist ja ultra krass. Ambush Trade Routes. Die haben viele Dudes hier. Komm, was krasses. Nö. Wir machen mal für den Dreier mal hier. 1500 Kronen. Brigands machen wir. Wir machen die Brigands weg, ist gar kein Problem. Hallo. Zack. Guck mal, wie viele drin sind. Wenn da halt ein Leader drin ist, dann wird es schwierig. Aber wir sind so krass, wirklich. Also, wir sind so krass. Ja, finden wir. Ah nein, ich hab's falsch gedrückt. Hallo Skoppel. Okay, wir warten noch kurz, bis Nacht ist. Und dann gehen wir... Ja, ich hätte vielleicht noch speichern sollen. Ach. Ah, Poacher. Poacher und Raider. Poacher sind immer scheiße, wisst ihr. 9. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aggressiv gehen. 1, 2 Poacher. Okay, das geht. 2. Da irgendwo sind noch welche. Ja, die treffen halt nachts nichts, das ist gut. Wenn ihr Poacher habt, also Bogenschützen, dann immer nachts am besten machen. Weil nachts treffen die gar nichts. Also wirklich gar nichts. Wir gehen hier unten mit Zeus und Steven und oben die anderen drei. Ja, schön. Oh, der kommt sogar raus. Ich hab das so... Oh, beide kommen raus. Steven? Schön. Oh.
Ich sage es euch, der Trupp. Hallo. Wir sind gerade mal 50 Tage drin. Hallo, Manni. Also der Trupp ist wirklich außerordentlich gut. Wirklich außerordentlich gut. Unverschämt gut. Wir hatten so viel Luck. So viel Pech, wie ich auch in dem Game habe. Aber da muss ich sagen, den greifen wir auf gar keinen Fall an. So viel Pech, wie ich hier schon oft hatte. So viel Luck hatte ich in dem Projekt hier auch schon. Ja, die Bogenschütze treffen gar nichts, wirklich. Also wenn die nachts treffen und dann irgendwie auf Kopf oder so, dann wäre ich richtig sauer. Ja, die treffen nichts. Ja, nichts. Gar nichts. Nicht getroffen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Der, vor dem habe ich Angst. Diese Waffe, da mag ich nicht. Wir holen jetzt das für den hier. Kann ich über die Palisaden drüber angreifen? Für die Wissenschaft? Ja, kann man. Jetzt kannst du hier drauf gehen. Oh, der blutet. Getroffen, sehr schön. Ja, also der Trupp ist wirklich sehr, sehr stark. Sehr stark. Ich wiederhole mich, aber es ist unglaublich. Nach 50 Tagen. Vielleicht kriegen wir den sogar noch. Nein, kriegen wir nicht. Ah, da ist noch einer. Scheiße, hätte ich aufgepasst. Den kriege ich aber noch. Ja. Alter, das war wieder ein guter Fight. Skoppel und Grimald. Grimald braucht jetzt mal einen Namen. Viel zu laut. Ich mache die Alerts mal kurz leiser. Ich denke, das ist okay, wenn wir das mal eben im... im Dings muss machen. So und so. So, jetzt sind die Alerts oben. So auf dem. Ein bisschen leiser, ich denke, das ist okay. So runter. Ist bestimmt jemand verletzt, oder? Keiner verletzt. Gut. So, Skoppel. Jetzt, wo ich wieder reinkomme. 80 Miliskill ist geil. Fatigue ist scheiße. Shield Expert hast du schon. Sie sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen. Hip, hip, hurra! Ob sie weinen oder lachen, es ist ihnen, was immer sie machen. Ob am Boden oder auf oben, eine bessere Mannschaft gab es nie. Besser? Skoppel. Ja. Ich glaube, ich gebe dir einfach eine krasse Rüstung. Ja. So, was hast du für einen Boar? Da muss ich echt mal einen besseren bekommen. So, ein Level Up. Oh, 3 ist, Alter, 83. Alter Schwede. Auf jeden Fall Fatigue und Leben. So. Wen haben wir hier noch? Grimald. Wer wird denn zu Grimald? Wer fehlt denn noch? So, das bin ich. Das bin ich. Der ist nicht so krass, wisst ihr? Ihr mich müsst ihr durchschleifen. Ich sage es euch. So wie im richtigen Leben. 60 Miliskill. Keine Chance.
Steven, vielen, vielen Dank für den Gifted Sub an Skoppel. 30 sind es jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank, Steven. Wirklich. Du weißt, ich weiß das sehr zu schätzen. 3, ich gehe full auf Leben. Boah, ich werde ein heftiger Nimble-Tank, Leute. Ein heftiger Nimble-Tank werde ich. Gebe ich mir Rally the Troops? Nö, das geben wir Steven, ne? Nimble-Tank, ja, passt sogar. Ich habe schon Deutsch und so drauf. Ist auch richtig sogar. Nimble-Tank mit einem Schild. Habe ich mittlerweile ein Schild? Mit einem Fallchorn? Nee, mit dem Speer finde ich gut, ja. Kann ich mitten in die Frontline. Alle mit, das ist so komplett, meine Frontline, die steht schon übertrieben. Man könnte ihn sogar später nach hinten stellen. Ein Zweihand-Cleaver, kann der über die Leute drüber schlagen? Nee, ne? Aber dem könnte ich später auch einen Zweihand-Cleaver geben. Der hat zwar gar, der hat wenig Mini-Dev. Ah, der ist krass. Er ist wirklich, er ist krass. Wir haben eine krasse... Ist krass. Skoppel, wird mal Zeit, dass du einen Prime ranholst. Du machst Steven arm. So. 12.000. 21. Alter Vater. 21. Aber das ist alles teuer. Die Handaxt, die Äxte hier, die gebe ich mal jemandem. Weil Fernkampf und so, ihr wisst. Und dann geht's weiter nach. Oh, guck mal hier. Ja, komm, Karawane, Abfahrt. Mach mal. Skoppel hat heute Geburtstag? 110 Kronen ist ja nix. Ich hab verklickt. Egal, wir wollen eh hier hin. Sing oben. Ja, also wir sind jetzt Tag 52, 13.000 Kronen auf dem Tacho. Heftige Dudes, wirklich. Also. Ey, alles Gute, Skoppel. Alles Gute, mein Bester. Das freut mich. Schön, dass du da bist. Mach dir einen schönen Tag. 22. Februar. Ich versuch's mir zu merken. Alter, ist das teuer. Was ist denn mit euch los? Ach, ihr habt hier Disappearing Villagers. Ihr habt keine Money. Ja, komm mal. Ach, wen habt ihr hier? Was habt ihr hier für eine Plage? Die machen wir weg. Thieves, ist doch gar kein Problem. Dax, ist gar kein Problem. Die macht Skoppel alleine. Abfahrt. Abfahrt. Rein in die Thugs. Die können wir sogar kommen lassen. Hehe, weil ich ja jetzt auf Fernkampf bin. Guckt, wie die jetzt kommen. Das ist witzig. Witzig, witzig, witzig. Nee, Steven muss nach da oben gleich. Die beiden werden hier, ja, ich glaube, ich mache die beiden weg. Zack. Zack. Steve muss gar nicht ganz nach oben. Der kann auch hier. Bam. 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 Ey, heute geht's aber ab. Turok, vielen, vielen Dank für deinen vierten. Mir kommt der Alert, aber der muss ein bisschen lauter sein, oder?
Vielen, vielen, vielen Dank für den vierten. Viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen Dank, Leute. Alter, was hier in der Aufnahme passiert. Mega, mega nice. Weiß ich sehr zu schätzen. Wirklich. Alter, das Team ist so geil. Ich meine, das sind nur Stacks, aber trotzdem, es ist so geil, wenn man die alle einfach wegballert. Also, wir machen die einfach weg. Die haben gar keine Chance. Also nicht mal irgendwie eine kleine Chance. Ja, das war's. Hau rein. Steven, level up. Rally the troops. Rally the troops. Rally the troops. Brauchen wir jetzt. Rally. Ist ein bisschen verschenkt auf Steven, aber auch nicht ganz schlecht. Was kann das sein? Also hier nochmal. Rally. Uses characters inspirational resolve to rally nearby fleeing allies and push everyone to go the extra mile. The single character can only be rallied once per round. Okay, das heißt, ich kann jemandem mehr Resolve nochmal zusätzlich geben. Passt eigentlich perfekt zum Bannerträger. Triggers a Moral Check to rally fleeing allies with 4 tiles distance with a bonus Resolve. Business Character Resolve. Ey, ist mega gut eigentlich. Okay. Remove Sleeping Stubs. Ey, das ist eigentlich ein richtig guter Perk für einen Bannerträger. Eigentlich voll gut. Voll, voll gut. Alter, 69. Ich brauche mal langsam krasse Ausrüstung. Das ist so ein bisschen gerade der Flaschenhals. So ein bisschen krassere Ausrüstung. 150 Depth dürfte schon sein jetzt. Keine Mission mehr. Sind wir in Sing? Wir sind in Sing oben. Keine Mission. Vielleicht. Das ist gut. 64. Ja, 255 tut weh. Kaufe ich aber auch. Das geht auch noch ein bisschen günstiger. Verkauf ist eine Katastrophe. Okay. Gehen wir mal rüber zur Sattelfeste. Wir können einen richtig geilen Dude holen. 12k. Eigentlich müsste jetzt auch gleich das hier fertig sein. Und wir kriegen ein neues Item dafür. Ja, ich glaube, wir warten auch, bis es morgens ist. Aha. The company gained renown. Steven is now known as Steven the Sergeant. Aha! Steven, der Sergeant. Gained a Sergeant's Sash. Ein Gürtel. Geil. Wie findest du das, Steven? Du bist jetzt hier der Sergeant. Plus 10 Resolve. Ja, Steven, Abfahrt. Bam. Nochmal 10 Resolve mehr. Also 79 Resolves habe ich noch nicht gesehen. Es geht auf jeden Fall mehr, aber das ist schon krass gut. So, wen haben wir hier? Arnold. Ne, wir wollen Outtaker oder Hedgeknight. Wir wollen was richtig krasses. 18 ist okay. Okay, Sandstadt, Abfahrt. Hier könnte man jetzt auch mal rein dippen eigentlich. Ich würde mich mal da vorstellen und speichern. Die Truppe geht unter. Quatsch. Steven hat alles im Griff. Gucken wir mal, was da drin ist. 14 Untote. Gut, habt ihr das auch mal gesehen? Untote haben die Besonderheit, wenn ihr die killt, beleben die sich wieder. Die haben aber gar keine Ausrüstung. Die haben alle fast keine Waffen. Da sind ein paar mit Ausrüstung und wenn die sich wieder... Oh mein Gott, die sind krass. Wenn die sich wieder beleben, verlieren die mal Ausrüstung. 14... Wir haben krasse Dudes. 14 kann man schaffen. Bin ich ehrlich.
Wir könnten mit... Also wir sind, guck mal, der ist confident. Der geht richtig ab. Steady. Wir können gleich nach der nächsten... Ah, die sind alle confident. Wir können... Oh nein! Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Der kann nochmal zusätzlich wiederbeleben. Das wird schwer. Alter, wenn wir das schaffen... Hohoho. Nee, das kann nicht sein. 28... So, wir sind confident. Wir machen einmal. Gerade falsche Entscheidung. Also der ist tot. Also der kann boosten und der kann wiederbeleben. Ich weiß nicht ganz genau, was der Boost bedeutet, um ehrlich zu sein. So, der ist weg. Wir gehen hier hin und machen einmal das hier. Damit alle abgehen. Confident. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen gut, wenn du Leute hast, die nicht confident sind. Der boostet nur, okay, das ist gut. Solange er nur boostet, ist alles gut. Würde ich sagen. What? Die treffen die 30 aber ohne Ende. Die killen mich. Ah, guck, wiederbelebt. Wiederbelebt. Das ist echt scheiße. Das wird schwierig. Ich sag das euch. Das wird schwierig, sag es euch. Ah, der kann auch wieder leben, das ist... Und geboostet. Oh, oh. Wenn der, das... Die treffen aber auch. Was treffen die denn da? Die können gar nichts treffen. Scheiße, Keilen. Ich bin wavering schon. Der geht drauf. Jetzt hör doch mal auf! Oh Mann, ey. Ich sage es euch, das wird ein ganz, ganz, ganz harter Fight. Ein ganz harter Fight. Ich versuch's noch einmal. Wir hatten mit Steven auch, wir hatten auch ein bisschen Pech, muss man auch sagen. Wir machen es noch einmal. Nein. Einmal will ich es noch versuchen. Vielleicht auch mit Spearwall. Mit Spearwall, ja. Spearwall. Spearball. Warten. Gucken, was sie machen. Sehr gut. Ich glaube, ja, so können wir es machen. Wir müssen richtig defensiv spielen, ja.
Lass die kommen. Die kommen hier nicht durch. Wir halten das Tor. Ach, keine Chance. Kannst du so oft kommen, wie du willst. Steven, du setzt dich hier hin und ballerst dann alles weg, was da in die Quere kommt. Und du machst auf Spearwall. Ja, kannst boosten, wie du willst. Warten. Warten. Spearwall. Ja, die kommen hier nicht ruhig. Die kommen hier nicht rein. Lass keinen rein. Spearwall. Rein da. Bam. Schön. 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 Spearwall. Wir können so viel kommen, wie wir wollen. Alles, was reinkommt, wird von Steve weggemacht. Alter, wie oft konnte er da reinspringen? Er ist 5-mal da reingesprungen. Ja, keine Chance. Keine Chance! Das Problem ist, Spearwall kostet übel Fatigue. Wirklich, also wirklich richtig übel Fatigue. Du kommst hier nicht rein. Hier ist zu. Geschlossen. Steven? Weg damit, weg damit. Was ist das für eine geile Taktik, Alter? Ich spiele das hier richtig wie im Krieg. Spearwall. Alter, 30. Das ist das letzte Mal, dass ich jetzt Spearwall machen kann. Nächste Runde könnte es sein, dass Spearwall... Also er kann auf jeden Fall noch eine Runde. Er kann auch noch eine Runde. Vielleicht platziere ich ihn schon mal da unten, damit wir vielleicht gleich tauschen können. Nicht getroffen, das ist schlecht. Wir sind reingekommen. Steven muss sie sofort wegmachen, damit ich wieder Spearwall machen kann. Alter, der trifft hier alles, ne? Sebe trifft alles. So, wir brechen jetzt aus der Formation aus, damit die hier schnell weg sind. Kriegst du den weg? Scheiße. Ah, Mann! Gut. Wie ist der eigentlich hier reingekommen? Wiederbelebt da, ne? Der muss weg. Ich habe schon so viele gekillt, ne? Es sind aber immer noch 11. Oh nein! Der ist auch breaking. Wir müssen jetzt eigentlich hier einmal anfeuern. Er ist breaking. Wieso bist du breaking? Du hast übelst Work gemacht, Lou. Den halten wir hier auf. Gut. Also ich würde übel gern killen. Aber ich habe auch nichts im Umkreis. Deswegen würde ich einmal das hier machen. Damit er... Wavering wenigstens. War der eben auch schon Wavering? Raff dich mal! Ey, wir sind immer noch bei 11, ne? Ich habe schon so viele gekillt. Ist immer noch Wavering. Wieso bist du Wavering, mein Bester? Wieso rennt er auch weg? Das verstehe ich auch nicht. Wiedergänger. Ich glaube, das ist ein stärkerer Dude.
Alter, wenn wir den, also wenn wir den Fight wirklich schaffen, ne? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber... Oh. Steven ist eine Macht, ich sage es euch. Ich müsste da hinten mal einen hinschicken gleich. Vielleicht schicke ich mal, wir schicken Zeus rüber. Deswegen beschützt er den auch, der Sack. Wir müssen Zeus, glaube ich, rüberschicken. Dahin. Ich weiß nicht, ob man da durchkommt. Das wäre eigentlich ganz gut, dann könnte ich hier hinten rum. Aber der hat da auch noch einen. Also ich muss jede Runde quasi mehr killen, den setzen wir fest, mehr killen, als er wiederbeleben kann. Alter, Sebe geht's auch gar nicht mehr gut. Wir können nicht mal Shield Wall machen, hier sind drei Dudes. Das ist ganz scheiße. Ich komme hier hinten aber rum. Scheiße. Er kann zwei auf einmal. Bounded. Unbreaking. Unbreakable, achso. Komm, kill den. Kill den. Gut. Oh, er hat sogar beide gekillt. Das ist gut. Da haben wir noch viel Partie. Machen wir einmal das und einmal das. Gut. Ah, war klar, ist nicht verteidigst da. Gut. Alter, hör doch mal auf, bitte. Boostet er schon ihn. Also wenn Sebe ist... Er ist übel confident. Das ist gut. Alter, Steve... Also kann mal jemand bitte zählen, wie viele Dudes Steven gekillt hat? Vier noch. Steven Kill Counter 1 kann nicht sein. Der hat safe schon 10 oder so. Der rasiert so rein. Da bist du noch voll mit Fatigue. Du musst auch drauf auf ihn jetzt hier. Dass er trifft, ist bodenlos. Er ist umstellt. Er hat keine Waffe mehr. Er hat keine Waffe mehr. Was? Wieso hat er keine Waffe mehr? Steven, hilf ihm. Scheiße. Du bist auch voll ver... Also der hat, was Steven gearbeitet hat, ne? Dass der keine Kraft mehr hat, das kann ich verstehen. Der kann da gar nichts mehr. Shield Wall kannst du auch nicht mehr. Der, dich kann ich nicht dahin schicken. Du hast nichts mehr. Du bleibst hier. Dich können wir eigentlich auch nicht schicken. Du bleibst auch hier.
Steven können wir schicken. Dich können wir schicken. Gut. Dich können wir nicht schicken, ne? Nein. Du kannst. Rein da. Steven, rein da. Ey, das ist unglaublich, dass wir das geschafft haben, ne? Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Dudes wir gekillt haben, ne? Safe über 20. Steven holt sich sogar noch den letzten. Wie viel hat... 1600 Schaden hat Steven gemacht. 1684. 14 Leute hat er weggesnackt. Alter. Das habe ich noch nie gesehen. Der hat 14 Leute weggemacht. Aber Seba auch mit 900 und Skoppel mit 600. Das ist geisteskrank, wirklich. Und der wurde nicht einmal getroffen. Der hat 0 Hitpoints Damage bekommen. Alter Schwede. Gestört. Das war gestört. Was kann dieses Silver Bowl? Einfach nur 490 wert, okay. Also. Dark Hole, so die Erde Cold McFather and Close. 40. Hm. Crazy. Wirklich. Also, das war ja ein Fight. Alter Schwede, was war das für ein Fight? Das ist sehr gut. 140. Den halten wir. Behalten wir. Kann in dem man's G brauchen. Du, oder? 4 und 10. Du gehst aber nicht auf den Müll, ne? Nee. Doch, ich geh, mach mal auf Nimble, ne? Ah ja, du gehst auf Nimble. Steven? 105. Schon irgendjemand? Der. Wer bist du denn? Du auch? 110. Ist okay so. Irgendjemand, der hat... Wo ist seine Waffe hin? Die haben eine Waffe kaputt gemacht. Das sehe ich jetzt erst. Habe ich ja vergessen. Sie haben seine Waffe einfach kaputt gemacht. Ein Speer. Einfach kaputt. Muss ich mir einen neuen Speer kaufen. Hier ein Speer. Einen billigen Speer. 200. Das ist teuer. Wir geben dem Luma Training Hall. Armorer, habt ihr auch einen Weaponsmith? Schon geguckt, ne, ist nix. Alter, ich komme immer drauf, nicht drauf klar, was das für ein Fight gerade war. Karawane. Mal was Entspanntes, kurze Karawane machen. Zum Runterkommen, Leute. Alter. Der Prime-Shop schützt mich. They play their own dangerous game. Ne, wir machen auf jeden Fall das hier mit dem Nobelhaus. Reach professional renown. Komm, wo sind die? Ey, wir hatten doch letzte Folge, glaube ich, so viele Hedge Knights und so. Wir brauchen halt ein Schwert. Tut mir leid, das ist richtig dumm.
Das ist richtig dumm, so eine billige Waffe auch noch zu kaufen für 160. Aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Ich brauche jetzt eine Waffe. Habe ich schon geguckt? Ja. Dreier-Mission, was soll ich machen? Follow the trains, return rare coin. Okay. Warte mal. Was sollen wir hier killen? Alter, dass da ein Necromancer auch noch mit drin war, das war das Problem. Ohne den Necromancer hätten wir die aber easy weggemacht. Ganz easy. Hallo, beeil dich mal. Habe ich nicht gedrückt? Stehen bleiben. Polizei. Captain Lou und seine Crew. Stehen bleiben. Hey, wieso gehst du nicht drauf? Geh drauf! Rennen! Das ist ja eine Beleidigung für uns. Eine Beleidigung ist das. Lauf noch ein paar Mal rein, stirb sie. Hält sie davon. Schön, schön. Sack. Wirft hier mit Äxten. Was soll das denn? Frech. Frech, frech. Bei meinem Partner, das klingt so surreal, ne? Aber bei meinem Partner gibt's das Game im Angebot für die Hälfte. 13 Euro bei Instant Gaming. Danke, Mittel, für den Follow. Steht im Modchat, Skoppel. Und in Events. Und auf Instagram, Skoppel. Das kannst du gar nicht mitbekommen haben. Das steht überall. Das gefühlt in der Zeitung wurde das announced. Battleforge. Boah, ich tue mich immer so schwer damit, ne? Relentless Apart Level. Ja. Du wirst... Alter, 97 Init?
hast ja. Ach, das ist Zeus. Du bist auf jeden Fall Nimble. Nimble. Wie viel hast du denn? 8 und 7. Perfekt. Schon perfekt. 8 und 7. 8 und 7. Boah, das schmeckt. Das schmeckt, schmeckt, schmeckt. So, weiter. Was? War nur ein Prank? Ja. Ey, 13.000, wir müssen jetzt auch einen Dude holen. Komm, in den letzten paar Minuten noch einen krassen Dude. Muss doch hier irgendwo noch einen krassen Dude geben. In Hage. Neun Goblin Raider. Die machen wir weg, oder? Ich glaube, die machen wir weg. Also ich glaube, die machen wir aber mal richtig weg. Ich habe so das Gefühl, als würden wir die richtig wegrotzen. Aber wie wir die weghauen? Habe ich so ein Gefühl, dass wir die richtig wegmachen. Steven wird wieder rasieren. Ich sage es euch. Abfahrt. Rein da in die Masse. Letzter Fight für die Folge. Bin gespannt. Die können wir richtig schön... Oh, Steven ist schon erhöht. Perfekt. Da werden wir uns wieder richtig schön drum drapieren. Schön außen jeweils ein mit... Damals ist Spearwall. Da gehe ich niemals hin, mein Bester. Du gehst da... dahin. Du bleibst da. Du bleibst da. Gehst dahin. Gehst dahin. Ah, vielleicht wechsle ich beiden noch. Ich hoffe, die anderen kommen ran, ne? Wenn die nicht rankommen, ist mein ganzer Plan hier zunichte. Kommen nicht. Die kommen nicht. Wenn die jetzt die nächste Runde nicht kommen, dann würde ich, glaube ich, attackieren. Müssen jetzt kommen. Komm Bleib mal erst bei ihnen, Captain. Am ersten Mal ich echt noch genug kaputt, das stimmt.
Die Bogenschützen sind echt nervig. Schön. Du bleibst hinten, es tut mir leid. Na, ah, Skoppel hat keine Fatigue mehr, Mann. Wo habe ich denn die ganze Fatigue gelassen? Also, wir machen die weg, das ist gar kein Problem, aber. Aber es ist. Mann, nicht vergiften, nicht Steven vergiften. Alle, aber nicht ihn. Ah. Blöder Vergifter. Du gehst drauf, ich sag es dir. Wenn es das letzte ist. Belia Level Up. Alter Mann. Ey, das war schwieriger, als es sein sollte. Belia Level Up. Was machen wir denn mit dir eigentlich? Schwertmaster, du siehst doch auch wieder aus wie ein Nimble. Das sieht doch wieder aus wie ein Nimble. Wieso hast du 120 Fatigue? Gibt's ein Nimble mit Fatigue? Ich werde es mal spielen. Aber das soll es für die Folge gewesen sein, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt. Like auf dem Video, lasst ein bisschen zum nächsten Mal rein.